Hey Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 3. Warte mal, ich mache das Mikro ein bisschen weiter weg. So, das ist doch supi. Gut, dann nein, mehr Spieler wollte ich gar nicht. Ich wollte Einzelspieler und zwar mein Let's Play. Ich bin gerade voller Elan, mal wieder aufzunehmen. Und darum nehme ich gerade auf und habe voll Spaß dran. Spaß, 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 Spaß. Dieser Spaß hat Spaß. Wow, der war wieder total lustig. Lustig. So, jetzt sitzt sogar noch besser mein Mikro. So, ach ja, genau. Diese auswegslose Situation, die uns gerade gegenüberstand. Denn hier haben wir so gut wie gar keine Chance. Ach, guck mal, die verpissen sich. Genau, verpisst euch. Genau. Ich sagte doch, verpisst euch. Habt Angst vor eurem Meister. Oh, kacke. Hier unten geht's ja auch ab. Stimmt ja. Und was geht hier so ab? Alles fit im Schritt. Alles löse in der Hälse. Hoppla. Nein. Falkonetten. Hier haben wir sie ja. So, wo sind meine da? Mörser. Ewan. Yes. I wished. Wir machen die gerade voll fertig, würde ich mal sagen. Yo, here she go. Wir machen die voll fertig, denn wir sind die Pros. La 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 la. La 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 la. Diese Irokesenkrieger werden die britischen Bleichgesichter büßen lassen. Macht sie fertig. Macht sie fertig. Sie dürfen nicht siegen. Macht die Sohn des Söhne fertig. Macht sie alle. Sie dürfen nicht siegen. Sie dürfen nicht siegen. Macht sie alle. Los, meine Kanonen. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht verlieren. Macht sie jetzt mal alle, Mann. Alter, ihr sollt darauf schießen. Das, was sich bewegt. So. Jetzt macht das da fertig. Und meine Mörserchen. Ihr geht einfach mal in die Mitte da. Alter, greif die jetzt endlich mal richtig an. Alter. Könnt ihr die jetzt auch mal angreifen? Ich glaube, es hackt. Ich brauche unbedingt neue Soldaten. Okay, wir müssen alle Gebäude zerstören. Auftrag. 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 Okay, das hört sich cool an. Ah, gucke mal. Da haben wir noch drei. Sehr schön. So, mein Ulan kommt auch. Ready. Ready. In den Kampf, macht sie alle. Komm, macht sie alle. Das kann's nicht sein, dass wir hier verlieren. Alter, warum verlieren wir? Das gibt's nicht. Wisst ihr, ich bin hier übelst in der Überzahl und trotzdem verlieren wir. Bam. Komm, macht sie. Macht sie alle. Da, den da. Für das Deutsche Reich? Nein, für das Deutsche Reich ist es dann doch nicht. Commandement. Commandement. Hört sich auch cooler. So, ich glaube, das war's dann eigentlich auch fast schon mit diesem Dorf hier. So, da noch den Turm da kaputtchen machen. Und da haben die noch irgendwelchen Trüppchen stehen. Da haben die auch noch so einen Eisenpesten. Naja, naja. Geht so, geht so. Komm, jetzt macht noch das Ding da fertig. Beeilt euch ein bisschen. Ich hab nicht ewig Zeit, Fister. Was ist denn das? Was ist denn das? Das geht immer gar nicht. Fahren die einfach mit ihrem Wagen rum. Ja, sehe ich auch so. I mean so. So, ich muss alle Gebäude am Arsch machen. Dann fangen wir mal mit diesem Turm dann noch hinten an. Komm, ihr könnt den schon längst angreifen. Nicht so nah. Der kann auf euch schießen. Scheiße, der schießt auf die. Egal. Machen die Mörser den Rest hier. Kommt, jetzt fehlt doch nur noch das Ding da. Dann war's doch das. Ich kann kein Deutsch mehr. Dann war's das doch. So, das wollte ich sagen. Okay. Eigentlich steht da noch eine Fabrik. Und eigentlich ist die Fabrik ziemlich unnötig. Also, ich finde die echt unnötig. Muss ich schon sagen, solche Fabriken sind echt unnötig.
Das und das. Nein, ich will die sieben schwarzen Reiter. Die sieben apokalyptischen Reiter. Kapumbum. Komm, jetzt macht noch die scheiß Fabrik hier fertig. Ah, ah nein, das Arsenal. Ist keine Fabrik, ein Arsenal. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Endlich das Level fertig, zum Glück. Was wird wohl das nächste Level sein? Erstmal eine Zwischensequenz natürlich. Was denn sonst? Wiedervereinigung. Juhu, alles brennt. Oh, scheiße. Guck mal, da steht ein Zelt mitten auf den Feldern. Geht gar nicht. Gar nicht geht das. Bruder, wo warst du? Weg. Wir wurden aufgehalten. Der neue britische Gouverneur Warwick. Er kennt dich, John. Seine Soldaten waren hier und haben nach dir gefragt. Silber und Pferde sollten wir bekommen, wenn wir dich übergeben. Wir haben sie verjagt. Am nächsten Tag dieser Angriff. Warwick braucht nicht nach mir zu suchen. Ich gehe zu ihm. Oh, oh, oh. Gibt's da etwa Stress? In der Zwischenzeit bei Warwicks Lager. Es waren zu viele, General. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der eingeborene Pöbel lernt britischen Soldaten das fürchten? Ihr enttäuscht mich, Captain. Auf Seiten der Irokesen kämpften Söldner. John Blacks Männer. Sieh an. Der Fuchs hat also endlich seinen Bau verlassen. Bringt euch in Ordnung, Captain. Auf euch wartet Arbeit. Blacks Onkel zu unserem Fort im Westen. Er wird mir verraten, wo der Jungbrunnen ist, bevor er stirbt. Okay, das war schöne musikalische Unterlagerung. Untermalung. Mein Gott, heute ist mein Deutsch aber auch pervers schlecht. Gut, fortfahren. Krieg. Der siebenjährige Krieg hat begonnen und die Briten und die Franzosen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Er hat Gurgel gesagt. John jedoch ist damit beschäftigt, den britischen Gouverneur Warwick ausfindig zu machen, von dem er glaubt, dass er seinen Onkel Stuart entführt hat. Damit hast du sogar recht, John. Du bist wirklich gut. Ich habe Respekt vor dir. Du bist wirklich, wirklich sehr schlau. Der nächste Tag. Pferde. Oh, Pferde, 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 Pferde. Ich habe dich vermisst, John. Oh, ich dich auch. Deinem Bruder schon von uns erzählt? Nein. Später, wenn es ruhiger geworden ist, wird er es verstehen. Aber natürlich. Jetzt nicht. Die Franzosen bereiten einen Kampf gegen die Briten vor. Dein Volk wird zwischen die Fronten geraten. Was sollen wir tun? Besser ein Bündnis mit den Franzosen als mit diesem Warwick. Den Franzosen ist nicht zu trauen. Wir können niemandem mehr trauen. Den Franzosen. Lass uns zu den Franzosen gehen. Ach, jetzt auf einmal doch die Franzosen. Natürlich, da kann sich gar nicht entscheiden, Herr. Ja, komm, noch ein paar mehr Ladebildschirme. Ich will ja nicht mehr spielen. Der siebenjährige Krieg. Ging der sieben Jahre? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als könnten die Franzosen unsere Hilfe gebrauchen. Ja. Nehmt die Männer und drängt die Briten zurück über den Fluss. Okay. Macht sie alle. Diese Idioten dürfen nicht mehr leben. Das sind reine Idioten, reine Idioten. So, jetzt macht die anderen da fertig. Los, macht sie fertig. Wir sind die Sieger. Scheiße, da oben sind auch noch ein paar Idioten. Alles Idioten, alles Idioten. Wir müssen sicherstellen, dass auf unserer Seite des Flusses keine britischen Soldaten mehr sind. Da hinten sind noch ein paar. Macht sie alle. Los, meine Truppen. Geht hin, macht sie alle. Als erstes mal die Kanone immer am Arsch machen. Denn sonst kann's schlecht für uns ausgehen. Komm, macht sie am Arsch. Hey, hey, auf was schießt der da? Das geht mal gar nicht. Hey, da hat der einfach ein Kapoide kaputt gemacht. Ich glaub's auch bald. Das gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Danke für eure Hilfe. Hilfe. Unterstützt uns in diesem Grenzkrieg gegen die Briten. Natürlich, wird er erledigt. Müssen wir alle Forts auf ihrer Seite des Flusses zerstören. Okay, wird erledigt. Wird erledigt. Was sollte ich sonst tun, Herr? Ich bin ein Französer. Ich bin ein französischer Bürger, der einen französischen Akzent hat. Ich werde Französisch reden, bis ich sterben werde. Warum kommen da schon wieder Gegner? Denken die denn, ich bin zu blöd, um sie zu bemerken? Meine Fresse, die haben ja nichts Besseres zu tun. Okay. Ich sollte aufhören, so zu labern. Oh, der ist tot. Ja, der ist tot. Der hat nichts mehr zu lachen.
So, wir bilden. Wir brauchen erstmal Siedler. Oder zwei Falkonetten. Die finde ich auch gut. Hasma, habe ich nicht genug Fleisch, würde ich sagen. So, wie viel arbeiten denn da? Da arbeiten 3. Da arbeiten 4. Und beim Holz. Holz. Arbeiten 0. Das ist ja wunderprächtig. Ist das ein Schrott? Sortiert euch. So, ein neuer Siedler. Der darf natürlich gleich mal Holz holen. Sir, einer der Späher hat ein britisches Fort entdeckt. Oh mein Gott, ein britisches Fort. Wir müssen in dieses Fort eindringen, um die Befehlszentrale zu finden und zu zerstören. Okay, wird erledigt. Boah, das wird wieder ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Ja, das wird nicht leicht. Nein, leicht ist was anderes. Auftrag erledigt. Okay. So, dann haben wir 2 bei Holz, 4 da. Das heißt, die nächsten 3, damit wir 6 bei Fleisch haben, schicke ich dahin. Gut, dass wir schon einige Gebäude haben. Die muss ich dann nicht extra noch bauen. Bauen. Ich baue sehr gerne. Aber 2 Häuser werden wir noch bauen, denn dann haben wir ein bisschen mehr an Bevölkerungslimit offen. Ach, mein Deutsch ist so perfekt, muss ich sagen. So, bist du endlich mal fertig hier? Sind doch bloß ein paar Häuser. Ja genau, geh einfach mal einmal außen rum, warum auch nicht. Wer es drauf hat, der kann es natürlich so machen. Tivier, was? Tivier? I don't know. So, der geht auch noch dahin, dann haben wir 5 bei Flash. 5 Stück sind bei Flash. Was machen denn die da? Ah, okay, jemandem in den Rücken schießen. Was denn sonst? Was sollte man denn sonst an so einem schönen Tag machen? Das ist denen ihr Problem. Nicht meins. Nicht meins. Ja, leck doch die Henne. Ich will aber noch ein bisschen da weiter forschen. Also, das ist nicht mein Problem. Wenn die da drauf gehen, ist doch nicht mein Problem, oder? Nee, das glaube ich doch nicht. Oh, guck mal, da ist ein Irokesen-Tomahawk. Und unter ihm 2 nette Wölfe, bestimmt nett. Die wollen doch bloß spielen. Die wollen nur umarmt werden. Eine große, dicke Umarmung. So, oh Gott. Noch eine Falkonette, weil ich die ganz, ganz lieb habe. Diese Söhnen-Falkoneten. Und hier hole ich mir dann noch... Ah ja, ich muss erstmal ins nächste Zeitalter. Ich glaube, das wäre vorteilhaft. So, mit dem hole ich mir auch noch ein bisschen Fleisch. Ach, komm. Leck doch die Hähne. Gut, dann habe ich 7 da. Das heißt, ich bilde mir 3 neue aus, die ich dann auch gleich zum Fleisch schicke. Dann haben wir nämlich 10 mal da. Ja, und damit würde ich sagen, ist die erste Folge vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und diesmal mache ich mal wieder 2 Folgen hintereinander. Ja, ich bin wirklich multitaskingfähig. Ich kann eine Sache gleichzeitig machen, das ist echt unglaublich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!